Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt euch noch an mich erinnern. Hast du schon mal von der Reiki-Einweihung gehört? Sie wird weitergegeben von ganz besonderen Menschen, die selbst sich immer wieder neu entfalten. Wie eine Raupe, die zum Schmetterling wird. Nun fragst du dich bestimmt, wer ich bin. Mein Name ist San Raymer, ich bin Bioenergietherapeut und Medium der neuen Zeit. Und heute werde ich dir von meiner Einweihung, von der besonderen Energie von Reiki erzählen, die mich zum Aufblühen gebracht hat. Man wird viel ruhiger und es verändert sich noch mehr. Negative Belastungen sagen Ade. Und das Schöne ist, das Handauflegen. Bei sich selbst und bei anderen. Reiki ist die starke Energie der Liebe. Ich habe meine Einweihung bei Monika, Kardinal, auch Nirjana genannt, von Smarana gemacht. Als ich mich dazu entschied, die Energie von Reiki lernen zu wollen, spürte ich, dass es ein Drang war von meinem Geistführer. Ich war nicht umsonst auf dieser Seite von Smarana. Es hatte einen Grund. Aufgeregt erledigte ich alle Sachen auf ihrer Homepage und nach der Bestellung spürte ich schon den Strom in meinen Händen. Sie wurden sehr warm. Ich konnte es kaum erwarten, bis ich den Termin bekam für die Einweihung. Für mich war es, als wenn etwas sehr Neues wieder zu meins wird, was ich schon mal gelernt hatte in eine andere Inkarnation. Wie ein Puzzleteil zu meiner Seele. Als dann der Tag kam, hatte ich ein sehr starkes Gefühl, mich weiß anziehen zu müssen. Ich meine, es war eine Stimme, die mir sagte, zieh dich zu diesem besonderen Termin lichtvoll an. Auch eine weiße Stabkerze goss ich mir und entzündete sie. Ich räucherte mich mit Rosmarin und Salbei ab und schaute aufgeregt auf mein Handy. Ich war ca. 30 Minuten in Meditation und was da geschah, ist unbeschreiblich. Auch danach, als ich einen Spaziergang durch den Wald machte, wirkte diese Energie enorm auf mich. Bei Reiki wird der Heilkanal geöffnet und alle Chakren sowie Handchakren, Füße, die Schultern und die Ellenbogengelenke werden aktiviert. Dieses Gefühl, ständig warme Hände zu haben, ist so schön, sobald man an diese Energie denkt. Ich hatte das Gefühl, dass meine Arme zu Muskeln wurden, wie von Butter. Meine Hände spürte ich groß. Am Rücken spürte ich Flügel und an den Füßen warme Energie. Auch eine weiße Taube sah ich vor mir. Und eine Krone mit einem Herz drauf, sowie ein Phönix gepaart mit Engelsflügen. Dann hörte dieses Gefühl auf. Ich dachte schon, dass der Geist von Mirko Usui bei mir war, weil ich meine Hände nicht mehr spürte und Fremde wahrnahm, große Hände. Ich lauschte mit Musik den Klängen und plötzlich nahm ich einen starken Windstoß auf mich zurasen.
Es war so unfassbar stark. Ich habe nur gedacht, es soll nicht aufhören. Ich sah auch sehr schwach ein Symbol und dachte nicht mehr daran. Ich öffnete meine Augen und sah meine Hände an. Von rosaner Energie strömten sie energetisch. Monika von Smarana bestätigte mir, dass dieser starke Windstoß das Reiki-Symbol war, was sich mit mir vereinte. Ich war so überglücklich. Auch die Wildtiere waren an diesem Tag mir sehr nah, als wenn sie mich begrüßten in der neuen Zeit. Ich wollte unbedingt eine Blindschleiche in das Gras setzen, weil ich nicht wollte, dass sie von Autos erfasst wird. Aber ich wollte sie auch nicht anfassen. Da ich Respekt vor ihr hatte, sie könnte mich ja doch zwicken, plötzlich raschelte etwas im Gebüsch und ein Fuchs, circa 2 Jahre alt, sprang aus dem Gebüsch raus. Ich dachte schon, er kommt auf mich zu, aber er wartete einen Moment und sprang wieder ins Gebüsch zurück. Endlich war die Blindschleiche im Gras und auch da spürte ich eine sehr starke Liebe von ihr zu mir. Als ich mich dann auf den Heimweg machte, kam auch noch ein Rabe auf mich zugeflogen. Ich dachte, er würde mich angreifen. Ich schaute ihn an und er flog etwas höher und in eine andere Richtung. Ich legte meine Hände aufs Herz und dachte nur, jetzt ist aber genug. Eine wundervolle Erfahrung, oder? Man kann mit Reiki-Energie so viel machen und es wird immer beliebter. Man kann wirklich stolz sein, wenn man ein Medium wie Nirjana kennt, die Menschen so gut ausbildet. Ich bin jedenfalls froh, sie gefunden zu haben. Auch dank meines Geistführers. Wenn dir dieses Video gefallen hat und auch diese Erfahrung, die ich dir zeigen wollte, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben.